Stempelfreunde, hier ist wieder Daniela von Kreativ macht glücklich und heute habe ich für euch eine sogenannte Sidestep-Card, die habe ich gemacht für meine neuen Teamies. Ich habe nämlich 3 neue Mädels in mein Team bekommen, also auch hier nochmal vielen herzlichen Dank an Ela, Dani und Anja. Ich finde das im Übrigen sehr witzig, dass ich eine Dani und eine Ela gleichzeitig in mein Team bekommen habe. Also auch hier nochmal vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig, dass ihr im Team Kreativ macht glücklich seid und das Team somit auch weiter am Wachsen ist. So, und diese Karte möchte ich heute mit euch nachbasteln. Ich habe die gemacht mit dem Set Wiggleworms. Das ist dieses hier. Das habe ich noch kaum verwendet, deswegen dachte ich, ich muss das jetzt mal hier herhalten. Und das ist ein ganz normales Kartenmaß, also 14,8. Also ihr kriegt es auch in einen ganz normal handelsüblichen Briefumschlag rein. Doch, Zungenbrecher. In einen handelsüblichen Briefumschlag bekommt ihr das rein. Und die sind so zusammengefaltet und wenn ihr die dann aufklappt, habt ihr hier eine Treppenkarte, Sidestep-Karte nennt sie sich. Ihr braucht dazu ein Stück Farbkarton, 21 x 14,8 cm. Also das heißt, aus einem DIN A4 Karton bekommt ihr 2 Karten raus. Ich nehme mir dazu jetzt den alten Papierschneider, weil wir müssen ja hier jetzt einschneiden. Ich habe hier schon mal eine, aber ich möchte ja mit euch zusammen machen, deswegen mache ich es jetzt nochmal mit euch. Das sieht dann nachher so aus und wir müssen hier jetzt einen Schnitt reinmachen. Und dafür brauchen wir diese Schiene hier. Das ist ja beim neuen Papierschneider von SU leider nur in Inch. Und was mich auch ein wenig stört, wir haben hier die Angabe auf der rechten Seite, wo ich mich frage, wo soll ich denn hier jetzt anlegen bei den Inch? Finde ich ein bisschen ungünstig gelöst. Das sollte andersrum sein, so wie es bei dem Papierschneider ist. Ansonsten ist der top, also ich arbeite viel lieber mit dem neuen Papierschneider, aber für das hier brauche ich jetzt den hier. Deswegen nehme ich mir den jetzt noch mal kurz zur Hand. Da ist SU aber schon dran, das zu überarbeiten. Ich habe halt jetzt quasi noch den Prototypen. Bin dann gespannt, was dann rauskommt. Der ist übrigens ab 1. November für Kunden bestellbar. Habe ich noch gar nicht kommuniziert. Genau, jetzt lege ich das hier bei 7 cm an. Ich hoffe, man sieht das gut. Ich glaube, das passt so. Und jetzt tut ihr den Schieber hier auf 2 cm und schneidet einmal runter bis 15,5. So, und jetzt bin ich wahrscheinlich aus dem Bild. Jetzt verstelle ich hier alles. So, hier, 15,5. Jetzt seht ihr das, jetzt habe ich hier von 2 cm runtergeschnitten bis zu 15,5. So. Ups, geht das? Und das war schon dieser besagte Schnitt. Für den Rest hole ich mir jetzt den neuen Papierschneider, weil ich mit dem einfach lieber arbeite. So, jetzt müsst ihr aufpassen, denn diese Seite hier ist 7 cm und diese Seite hier ist 7,8 cm. Und ihr dürft jetzt nicht den Fehler machen, dass ihr diese Seite hier falzt, sondern wir müssen die längere Seite hier falzen. Also das ist mir jetzt auch ein paar Mal passiert. Wenn man da nicht aufpasst, ist dann halt doch nur 8 mm. So, und jetzt schnappe ich mir mein Spickpapier. Ich kann das mir auch nicht alles auswendig. Jetzt legen wir die so an. Also wie gesagt, die längere Seite hier oben. Hier sind 7 cm und hier sind 7,8. Und jetzt falzen wir einmal bei 2 cm. Und zwar immer nur bis zu diesem Punkt. Also bis zu 7,8 quasi runter. Beim alten Papierschneider 7,8 cm beim alten Papierschneider und beim neuen wären es dann ein bisschen mehr als 3 Inch. Aber ich orientiere mich jetzt einfach hier ran, an der Linie.
So. Jetzt bei 4 cm. Ich bin schon wieder so nervös, Mensch. Ich bin so raus aus dem Videodreh. Sobald die Kamera an ist, nervös. Jetzt bei 7,25. Das ist ein bisschen tricky, also genau zwischen 7,2 und 7,3. Also 7,25, ein bisschen doofes Maß. Und jetzt falzen wir bei 10,5. Und hier falzen wir jetzt komplett durch. Also komplett runterfalzen. Und das nur bei dieser einen Linie. Bei den anderen wirklich immer nur bis zu diesem Teil. Und jetzt bei 15,75. Da haben wir so ein wunderschönes Maß jetzt. Hier haben wir die 15,5, 15,6, 15,75. Also quasi genau hier auf dieser Linie. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. So, dass es mit dieser Linie hier abschneidet. Also 15,75. So, und das war's schon. Sieht ein bisschen kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Jetzt haben wir hier diese Falzlinien. Jetzt tue ich mir das einmal hier hochklappen. Also der Teil, wo wir nur einmal gefalzt haben, wird hier hochgeklappt. Dann wird dieser Teil auch hochgeklappt. Hier hinten. Und der wird in die entgegengesetzte Richtung geklappt. Hier wieder hoch. Dann hier wieder runterdrücken. Und ich mache erst hier vorne. So. Jetzt muss die hier wieder nach unten und die nach oben. Also, na, wo bin ich denn, Mensch? Also habt ihr das jetzt gesehen? Die hier nach unten und die nach oben. Also, zack. So. Und jetzt könnt ihr das Ganze schon so zusammenklappen. Jetzt gehe ich noch einmal mit dem Falzbein drüber. Ich habe jetzt hier extra starken Farbkarton genommen. Ich habe das jetzt gar nicht ausprobiert mit Flüster, weil es dürfte aber genauso gut gehen. Nur, ja, ich denke, es ist ein klein bisschen stabiler mit extra starkem Farbkarton. Aber es kommt ja nachher auch noch DSP drauf und dadurch wird es auch wieder stabilisiert. Fürs Designerpapier, da habe ich jetzt das Designerpapier. Das hieß besonderes Designerpapier Frühlingsglanz. Das gibt es leider nicht mehr, aber es hat mir jetzt einfach so gut gefallen. Deswegen verwende ich das hier. Ich meine, ihr werdet ja hier auch irgendwas zu Hause haben, was ihr verwendet. Das gab es nämlich nur letztes Jahr zu bestellen im Dezember in einer Spezialaktion von Stampin' Up. Ihr braucht dazu 2 Teile in 6 cm auf 10,2. Das sind dann die Teile, die hier drauf kommen. Also einmal hier vorne und einmal hier hinten. Und dann braucht ihr nochmal 2 Teile in 6,7 cm auf 10,2 cm. Und die auch jeweils 2-mal. Und die kommen dann hier drauf und hier hinten drauf. So, und das mache ich jetzt mal schnell. Klebe mir die hier auf. Dazu nehme ich Tombow. Ich tue die mir dafür jetzt einfach wieder aufklappen. Das ist nämlich einfacher.
Also wie gesagt, eigentlich geht sie relativ schnell, die Karte. Was bei mir jetzt am meisten aufgehalten hat, waren jetzt einfach die Kleinteile, diese Wiggle Worms. Ich habe die alle mit den Stampin' Blends koloriert. Das habe ich natürlich schon vorgearbeitet, sonst würde das hier das Video wieder sprengen. Das ist einfach ein klein bisschen Aufwand. Die dann noch ausstanzen. Und ja, dieses kleine Verzieren ist eigentlich das, was der meiste Aufwand ist. Ansonsten ist die relativ schnell gemacht, aber das könnt ihr ja dann bei eurer Karte auch einfacher halten. Ich habe halt dieses DSP gewählt, weil ich es, ich wollte sie nicht zu bunt. Ich finde, die Tierchen sind an und für sich schon recht bunt und deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Was ich jetzt noch habe, ich habe mir die Gräser zurechtgeschnitten. Die kommen nämlich jetzt hier oben drauf. Da habe ich mir jetzt einfach ein Teil Flüsterweiß in 4,5 auf 7,8 cm zugeschnitten und habe mir das dann einfach so ausgestanzt. Ich habe mir jetzt die Stanze hier zur Seite gelegt, damit ich euch das zeigen kann. Ja, wahrscheinlich habe ich sie verräumt. Ja, klar. Wenn das jetzt hier das Papier ist, dann legt ihr die nämlich so an und dann könnt ihr das so durch die Big Shot kurbeln und dann habt ihr nachher so einen Teil. Ich glaube, das seht ihr jetzt hier, da sieht man ganz leicht diese Linie. Das ist nämlich eine Stanze, die nicht, die nur hier oben ausstanzt und hier unten nämlich nicht. Dadurch könnt ihr in der Länge und Höhe variieren. Also wie gesagt, ein Teil 4,5 auf 7,8 und eins war 3,5 auf 7,8. Also da könnt ihr auch selber variieren, nur dass ihr mal einen Anhaltspunkt habt. Und die habe ich jetzt auch einfach unten nochmal aufgeklebt. Verzeiht es mir bitte, wenn ich nicht immer ganz genau im Bild bin. Ich muss mich wirklich noch an die Position zum Film gewöhnen. Kommt dann jetzt einfach hier drauf. Ich habe jetzt auch nur hier unten Kleber aufgebracht. Und solange der noch nicht ganz angezogen ist, schnappe ich mir mal das Würmchen. Ich habe ja hier schon vorgearbeitet. Und den tue ich mir einfach hier hinten so hinklemmen. Dass er so ein bisschen hier aus dem Gras guckt. So, das kann man nämlich wunderbar machen, wenn der Kleber noch nicht ganz fest ist. So, jetzt guckt der hier so raus. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo ich eigentlich meine Pilze hingelegt habe. Jetzt habe ich doch was vergessen. Ah ja, wir machen jetzt erstmal mit diesem Schritt hier weiter. Ich zeige euch das nachher noch, wie ich das gemacht habe mit den Pilzchen. Auch kein Hexenwerk. Ja, das ist einfacher, wenn man es so macht. Auch einfach hier drauf kleben. So. Und hier habe ich jetzt den Grashüpfer genommen. Den habe ich jetzt auch so dahinter gesteckt. Also es kommt hier nachher noch ein Spruch hinten dran. Also wen das stört, der kann den Grashüpfer auch hier vorne drauf machen. Ich fand das jetzt einfach witzig. Ein bisschen so dreidimensional. Und ich klemme den jetzt auch nochmal da hinten dran. So ähnlich wie den Wurm. Auch unten ein bisschen Tombo dran und dann hier wird er hier so ins Gras gesteckt. So, und dann guckt er da so ganz witzig raus. Also ich weiß nicht, als der neue Hauptkatalog rauskam, ist mir das Set sofort ins Auge gestochen. Ich muss das haben, das, keine Ahnung, ich finde das total herzig. So, dann habe ich das Käferchen hier. Hier habe ich schon, ja, man sieht hier, da hinten habe ich mich verstempelt. Das schmeißt man natürlich nicht weg. Dann nehmen wir natürlich die andere Seite. So, kleinen Marienkäfer hier. Dann haben wir hier noch eine, soll das eigentlich sein, eine Fliege? Könnte man natürlich auch anders anmalen, da wäre es vielleicht eine Biene. Ein Krabbeltierchen halt. So, das kommt jetzt hier drauf. Und dann
Haben wir es dann schon? Ja, dann kommen schon meine Pilze. So. Dann haben wir jetzt mal ein Schmierpapier. Denn eigentlich wollte ich die schon vorbereiten. Da die mir aber auf den Boden gefallen sind, habe ich die total vergessen. Deswegen mache ich es jetzt mit euch zusammen. Kann man nämlich auch wunderbar mit den Blends machen oder mit den Stampin' White Markern. Also wenn wir den jetzt ausstanzen, haben wir ja hier so einen weißen Pilz. Die haben wir auch hier drin, diese Stanzformen. Und da tue ich jetzt einfach mit den Blends mir einfach den oberen Kopf nur mit dem Blends anmalen. So, und schon haben wir da unseren Pilz. Das ist ganz easy peasy gemacht. Also ist jetzt eigentlich nichts mega aufwendiges, was man im Video zeigen müsste. Aber ich habe es halt vergessen. Beziehungsweise ich habe sie verloren. Und das mit der Blume auch noch. So. Und jetzt klebe ich mir die Pilzchen auch noch auf. Hier sind wir. Dazu nehme ich jetzt auch einfach wieder Tombow. Ich bin immer aus dem Bild. Nee, ich glaube, man merkt gar nicht, dass ich nervös bin, oder? Obwohl ich hier ganz alleine in meinem Bastelzimmer sitze, bin ich nervös. Es ist jetzt eigentlich wirklich keine Sache, hier zu zeigen, wie man ein Pilzchen aufklebt, aber... So, ich zoome mal wieder zurück. Das gleiche mache ich jetzt hier hinten auch noch. Also auf meiner Karte habe ich jetzt drei Pilzchen, nur einer ist komplett verloren, den finde ich nicht mehr. Vielleicht finde ich ihn nach dem Video, dann kann ich den immer noch aufkleben. Kommt halt jetzt nur ein Pilz und eine Blume drauf. Also man kann die auch nochmal komplett so ausklappen. Was einfacher ist. Kann die dann so ausdekorieren. Zeige euch die andere nochmal. Da hatte ich jetzt hier unten einfach nochmal so einen kleinen Pilz, aber ich weiß nicht, wo der jetzt hin ist. So. Und das war es jetzt eigentlich schon. Mal auf die Seite. Ich habe jetzt einfach hier hinten noch den Spruch drauf. Willkommen in Team. Dieses Stempelset gibt es ausschließlich für Stampin' Up! Demonstratoren. Also, was heißt ausschließlich? Man kann das schon über uns bestellen, aber das ist im Katalog nicht drin. Das sehen nur wir in unserer, ja, unter Geschäftsmaterialien ist es für uns erhältlich, aber das könnte man auch für Kunden bestellen, glaube ich. Allerdings ist es in Deutsch ausverkauft, also daher nicht so interessant. Es gibt es nur noch in Französisch und in Englisch. Ich finde es aber trotzdem schön. Und stempel dich zum Erfolg. Daher ist das, und das kreiert, Kreativität macht Freunde, ist aus dem Set kreiert mit Liebe. Kreativität macht Freunde. Jetzt habt ihr es, glaube ich, verstanden. So. Das tue ich jetzt einfach hier noch so drauf. Hier habe ich die Framelits verwendet. Lagenweise Kreise heißen die. Das sind diese hier. Da habe ich mir einfach hier so ein Wellenquadrat genommen und ein normales gerades Quadrat. Ich glaube, ich habe hier Kussrot verwendet. Genau, das ist Kussrot und dann einfach das mit Dimensionals hier drauf. Hat man auch schon wieder einen wunderbaren Effekt. Und zuletzt haben wir dann noch unsere Fliege.
Nee, doch, das ist. Nee, das ist eine Libelle, oder? Ein letztes Insekt. Ich bin übrigens gespannt, was meine Mädels dazu sagen, dass sie jetzt im Team kreativ macht, glücklich sind und eine Insektenkarte kriegen. Ich weiß nicht, ich habe manchmal so komische Ideen, ich fand es witzig. So, und jetzt habe ich einfach noch diese Basic-Paletten, die sind auch im Jahreshauptkatalog drin. Die heißt Basic-Paletten selbstklebend. Und das ist Lindgrün. Einfach nochmal so, um ein klein bisschen hier abzurunden. Und prompt habe ich ein Härchen hier drin. Na, komm weg. Die klebe ich mir jetzt einfach noch hier drauf. Kann natürlich auch Strasssteinchen nehmen. Aber fand ich jetzt relativ süß. Wenn ihr das hört, ich bin auch erkältet. Deswegen war jetzt wieder ein bisschen ruhig auf meinem Kanal. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt muss endlich wieder ein neues Video raus. Vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen so ein bisschen angeschlagen, ein bisschen wirr. Naja, gut, das bin ich eigentlich immer. Ich glaube, wer mich kennt, der weiß immer, nee, Daniela ist immer so. So. Und fertig ist die Karte. Das war's schon. Also, wie gesagt. Eigentlich ist sie relativ schnell gemacht, die Grundkarte. Je nachdem, wie man sie halt verziert. Wenn man dann sagt, man tut hier die ganzen Tierchen noch kolorieren. Ich habe hier auch ein paar Farbverläufe und ja, mache das eigentlich relativ gern. Ich hoffe, meine Mädels freuen sich drüber. Vielleicht bastelt ihr sie mal nach. Ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt kreativ. Eure Daniela.